Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schoolmans Classroom. Heute eine Deutschfolge für die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Klasse. Es ist so ein Dauerbrenner tatsächlich. Und zwar geht es um das Verb essen. Und ich mache das heute im Präsens und im Präteritum. Das heißt, wir kümmern uns um die Schreibweise mit Doppel-S und im Präteritum mit dem SZ. Was ich hier direkt mit verbinde, das ist tatsächlich ein bisschen ein Thema der dritten, vierten Klasse, eigentlich eher der dritten Klasse, die Personalpronomen. Das ist ein Thema, ein Wort, ein Begriff, mit dem du umgehen können musst. Was sind die Personalpronomen? Dann stehe ich oft in der Klasse und es wissen irgendwie nur eine Handvoll von 25, was das eigentlich ist. Und es ist überhaupt nicht so schwierig. So, die Personalpronomen im Deutschen. So, Lucy muss sie mal ein bisschen beruhigen hier. Das ist der Hase, der hier auch mit zu Gast ist bei mir. Okay. Und zwar die Personalpronomen im Deutschen. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Wir haben also Einzahl und Mehrzahl. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Kannst einmal nachsprechen und dann ist das einmal drin und du weißt, was die Personalpronomen sind. Mit diesem Begriff musst du umgehen können. Also, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Jetzt bist du dran. Ich, So, und wenn der Lehrer fragt oder die Lehrerin, was sind die Personalpronomen im Deutschen, zack, da ist deine Antwort, dann kommt das da rausgeschossen. Ich nehme mal ganz kurz die Englischen mit hier, weil das im Englischen ist das die gleiche Situation. Was sind denn die Personalpronomen im Englischen? Keine Ahnung. Natürlich weißt du das. I, you, he, she, it, we, you, they. So, fertig, aus. Einmal kurz auswendig lernen, nicht wieder vergessen und dann wird es nicht peinlich im Unterricht. Okay, und jetzt kommen wir zum Verb essen und wir gehen das einmal gemeinsam durch. Also, ich esse, du isst, er isst, sie isst, es isst, wir essen, ihr esst, sie essen. Was fällt dir hier auf? Aha, du hast überall das Doppel S. Und zwar kurz gesprochen haben wir das hier nach dem Vokal. Ist, ich esse, du isst, er isst. Kurz, deswegen haben wir hier ein Doppel-S. Nicht zu verwechseln mit diesem ist. Ich mache mal hier so ein Ungleichzeichen hin. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ich habe heute zwei Übungen im Gepäck dabei und in der zweiten Übung in dem Kurzdiktat habe ich hier einen so einen Stolperstein eingebaut. Also, er ist nett und er isst Brot. Das ist natürlich eine ganz unterschiedliche Geschichte. Okay, so, also nochmal. Ich esse, du isst. Er isst, sie isst, es isst, wir essen, ihr esst, sie essen. Immer das Doppel-S. Das ist das Präsens, also die Gegenwart. Auch mit dem Begriff dritte, vierte Klasse Präsens bitte umgehen können. So, dann kommen wir ins Präteritum, die Vergangenheit. Und dann hören wir das schon, lang nach dem Vokal. Ich aß, du aßt oder du aßest, kannst du beides machen. Er aß, sie aß, es aß, wir aßen, ihr aß, sie aßen. Klingt komisch, ist aber so. So wird das Präteritum, die Vergangenheit, von dem wichtigen Verb essen gebildet. Und hier hast du überall das SZ mit drinne, lang nach dem Vokal. So, das schau dir gerne noch einmal an. Und ich habe jetzt zwei Übungen im Gepäck. Du kannst jetzt gerne noch ein bisschen auf die Pause-Taste gehen, dir das nochmal in Ruhe anschauen. Vielleicht mal vor der Her sagen tatsächlich, gerade mit dem Personalpronomen, und ich bereite hier ganz kurz zwei kurze Übungen vor. Und wenn wir die durch haben, dann garantiere ich dir, bist du sehr viel fitter mit diesem Thema. Ein schwieriges Verb, auch für die deutschen Natives ist das ein schwieriges Verb. So, wir sehen uns gleich wieder. Du kannst gerne auf die Pause-Taste gehen und dir das nochmal in Ruhe angucken. Und dann geht es jetzt zur ersten Übung. So, da bin ich wieder. Dann kann es auch direkt losgehen. Ich habe ein bisschen Hex-Hex gemacht und ein bisschen was vorbereitet. Und dann können wir auch schon in die erste Übung gehen. So, ich würde dich einmal bitten,
die Zahlen von 1 bis 8 zweimal untereinander aufzuschreiben. Warum 1 bis 8? Aha, wir haben im Deutschen also 8 Personalpronomen. Welche waren denn das nochmal eigentlich? Was sind denn nochmal Personalpronomen eigentlich? Das musst du natürlich jetzt wissen. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Ich, du, er, sie, es, das ist für die Einzahl. Und dann hast du noch in der Mehrzahl wir, ihr und sie. Das sind die Personalpronomen. So, und ich habe hier zweimal 8 Sachen vorbereitet. Und zwar der erste Turm fürs Präsens und der zweite Turm fürs Präteritum. So, ich gebe dir jetzt gleich ein Personalpronomen vor und du setzt mir bitte das Verb essen entsprechend in die richtige Form. Und zwar zunächst im Präsens. Wir erinnern uns, Präsens war die Schreibweise mit Doppel-S, weil dort haben wir kurz nach dem Vokal, das nur so als kleine Stütze. Okay, dann fangen wir doch direkt an. Die Nummer 1, Präsens. Wir und bitte einmal sagen oder noch besser aufschreiben. Wir essen. Ganz genau. Wir essen. Doppel-S, das haben wir im Präsens, das Doppel-S. Wir essen. Die Nummer 2. Ich einmal laut sagen und dann kannst du am besten überprüfen, ob es richtig war und so kannst du es am besten lernen. Ich oder noch besser, du hast die Türme vorbereitet und schreibst es auf, dann hast du noch einen anderen Kanal, es dir einzuprägen. Ich esse, ganz genau. Ich esse. So, dann kommen wir zum nächsten. Die Nummer 3. Das Personalpronomen, was auch den deutschen Lernern, den deutschen Schülern am meisten Probleme bereitet. Ihr. Bitte aufschreiben. Ihr Präsens sind wir nach wie vor. Und du siehst hier Doppel-S. Ihr esst. Das sollte bei dir jetzt stehen. Dann kommen wir zum nächsten. Entweder sagen oder noch besser aufschreiben. Er isst. Er isst Käse. Nicht zu verwechseln mit er isst groß. Also Doppel-S hast du hier beim Verb essen. Das nächste, sie, und zwar das Personalpronomen in der Mehrzahl. Wir, ihr, sie. Sie, und bitte einmal aufschreiben, Präsens, das Verb essen bitte einmal beugen. Sie essen. Dann kommen wir zum nächsten. Du, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Das sind die Personalpronomen. Du isst. Und dann sind wir schon beim vorletzten, wir sind immer noch beim Präsens. Diesmal bitte das Sie in der Einzahl. Sie ist. Und zu guter Letzt es. Das könnte zum Beispiel hier eins unserer Kaninchen sein, was das auch tatsächlich gerade macht. Es ist. Die wir gerade unschwer hören können. So, also, wir erinnern uns, Präsens haben wir das Doppel-S. Und dann weißt du auch schon oder erinnerst dich auch schon, Präteritum, da haben wir genau die andere Geschichte. Und das wirst du gleich sehen. Also, 1 bis 8, ich habe die Personalpronomen ein bisschen durcheinander gewürfelt und dann geht es jetzt los. Vergangenheit von Essen. Ich gerne aufschreiben oder vor dir her sagen, ich aß. Ich aß. Wir gerne aufschreiben, das ist eigentlich die beste Übung tatsächlich, dann kannst du auch wirklich sehen, ob du es richtig hast. Wir aßen. Und die
Nummer 3. Es, zum Beispiel hier das Kaninchen, es aß. Oder hier Dusty, wenn ich ihn anrede, mit Namen, er aß. Alles mit SZ. Jetzt sind wir bei sie in der Mehrzahl. Wir, ihr, sie. Gerne aufschreiben, das ist die beste Übung. Aßen. Wir aßen. Du. Aß, oder du kannst du auch machen, aßest. Sie in der Einzahl, er, sie, es, sie in der Einzahl, sie, zum Beispiel Lucy, sie aß. Und zu guter Letzt, ihr, das ist das schwierigste Personalpronomen meiner Erfahrung nach für die Schüler, ihr aßt. So, gar nicht so einfach, aber du kannst dir gut merken, Präsens haben wir Doppel-S, Präteritum haben wir das SZ. So, letzte Übung für diese Folge, ein kurzes Diktat. Ich wische hier einmal, du kannst einmal kurz deine Finger noch ein kleines bisschen versuchen zu entspannen. Gar nicht so eine riesenlange Geschichte soll es gleich werden, einfach nur eine kleine sinnvolle Übung. Okay. So, und die Tafel bzw. das Whiteboard ist wieder sauber und dann können wir jetzt losgehen. Kurzes Diktat. Ich habe jetzt hier durcheinander gewürfelt das Verb essen im Präsens und im Präteritum und ich habe einen Stolperstein mit eingebaut. Also einmal musst du ein bisschen aufpassen und dann kann es direkt losgehen. Okay, erster Satz. Gestern aßen die Hasen nicht viel. Gestern aßen die Hasen nicht viel. Punkt. Bitte einmal aufschreiben. Wir machen das Satz für Satz, vergleichen es direkt. Gestern aßen die Hasen nicht viel. Punkt. Ich warte kurz, bis du soweit bist. Gestern aßen die Hasen nicht viel. Punkt. Wenn ich zu schnell bin, dann kannst du auch einfach auf die Pause-Taste gehen. Gestern aßen die Hasen nicht viel. Punkt. Gestern aßen die Hasen nicht viel. Punkt. Aßen, Präteritum, erinnere dich, alles mit SZ geschrieben. Gestern aßen die Hasen nicht viel. Punkt. Der nächste Satz. Dusty aß nur Salat und Lucy aß lediglich ein paar Möhren. Punkt. Dusty aß nur einen Salat. Dusty aß nur einen Salat. Dusty aß nur einen Salat und Lucy aß lediglich ein paar Möhren. Punkt. So, Dusty. Den Dusty-Namen falsch geschrieben, das ist nicht so schlimm. Dusty aß nur einen Salat. Und Lucy aß, Dusty aß nur einen Salat. Und Lucy aß lediglich ein
paar Möhren. Punkt. So ein paar andere Sachen mit drin, Salat, mit Tee, Salate, kannst du dann die Mehrzahl bilden. Paar haben wir hier mit Doppel-A. Wir konzentrieren uns jetzt wirklich hier auf das Verb essen. Dass die aß nur einen Salat und Lucy aß lediglich ein paar Möhren. Vergangenheit Präteritum, ein SZ, lang nach dem Vokal, da hört man es auch. So, der nächste Satz. Normalerweise essen die beiden auch Kräuter. Punkt. Normalerweise essen die beiden auch Kräuter. Punkt. Normalerweise essen die beiden auch Kräuter. Punkt. Normalerweise essen, haben wir es hier in der Grundform auch, beziehungsweise ganz normal die beiden, also sie in der Mehrzahl und die Grundform von essen wird auch so geschrieben. Essen, Doppel-S, normalerweise essen die beiden auch Kräuter. Das Kraut, die Kräuter, deswegen haben wir hier das L. Und dann kommen wir zum nächsten Satz. Dusty isst gerne Petersilie und Lucy isst am liebsten Dill. Punkt. Dusty isst gerne Petersilie. Dusty isst gerne Petersilie. Und Lucy isst am liebsten Dill. Dusty isst, Doppel-S brauchst du hier, Dusty isst gerne Petersilie. Und Lucy ist am liebsten Dill. Punkt. Dusty ist, brauchst du wieder Doppel-S, haben wir das Präsens, Dusty ist gerne Petersilie und Lucy ist am liebsten Dill. Punkt. Der nächste Satz. Das ist sehr gesund. Punkt. Das ist sehr gesund. Punkt. Das ist sehr gesund. Punkt. So, und hier ist mein Stolperstein, denn hier hast du das Verb sein. Das ist sehr gesund und das hat hier mit Essen nichts zu tun, zumindest nicht mit der Verbform Essen. Das ist sehr gesund. Hier darfst du nur ein S in dem Wort haben. So, der nächste Satz. Ich esse auch gerne Kräuter. Punkt. Ich esse auch gerne Kräuter. Punkt. Ich esse, Doppel-S, Präsens, ich esse auch gerne Kräuter. Punkt. Ich esse auch gerne Kräuter. Punkt. So, und wir kommen zum letzten Satz, das ist eine Frage. Isst du auch gerne Kräuter? Fragezeichen. Isst du auch gerne Kräuter? Fragezeichen. Isst du auch gerne Kräuter? Und das ist eine Frage, also das Fragezeichen nicht vergessen. So, und wir können also noch mal ganz kurz uns anschauen. Gestern aßen die Hasen nicht viel. Wir haben hier Präteritum mit dem SZ.
dass die aß, das ist alles noch Präteritum, nur ein Salat, und Lucy aß, hier auch mit SZ, lediglich ein paar Möhren. Normalerweise essen, und dann nehme ich mal eine andere Farbe, normalerweise essen, das ist im Präsens, Doppel-S, normalerweise essen die beiden auch Kräuter. Dass die isst, das ist ebenfalls im Präsens, Doppel-S, dass die isst gerne Petersilie, und Lucy isst am liebsten Dill. Das ist sehr gesund und das hat hier mit dem Verb essen gar nichts zu tun. Ich esse, haben wir wieder das Präsens, auch gerne Kräuter. Isst du auch gerne Kräuter, war die Frage. So, jetzt haben wir unter anderem gelernt, wir müssen mehr Kräuter essen. Das ist auch sehr gesund und ich hoffe auch ein bisschen was mitgenommen zum Verb essen, wie wir damit umgehen. Ich hoffe, dir hat die Folge ein bisschen Spaß gemacht und du hast was rausgezogen und ein bisschen was gelernt. Ich würde mich freuen, wenn du auch weiterhin mich und meine Folgen verfolgst und mich unterstützt. Gerne mit deinen Eltern zusammen den Kanal abonnieren und natürlich den Daumen hoch für die Folge. Da würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Okay, das war's für heute. So long, bye bye, dein Online-Coach.